Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Es ist wieder mal eine 1-zu-1-Simulation, also eine Face-to-Face-Simulation. Die sind ja gut bei euch angekommen und deswegen mache ich gleich wieder eine. Stell dir vor, du bist in einer Psychotherapiesitzung. Am Ende des Videos werde ich ein paar erklärende Worte dazu geben. Stell dir vor, du bist in einer Psychotherapiesitzung und hast eine Panikattacke. Das ist ein Thema, das oft angefragt wird. Wie reagiert da der Therapeut, die Therapeutin? Es gibt natürlich unterschiedlichste Arten, darauf zu reagieren, je nach therapeutischer Ausbildung. Ich habe ja schon oft in den Videos gesagt, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche therapeutische Stile und Herangehensweisen gibt. Das heißt, bevor ich jetzt in die Simulation einsteige und simuliere, dass ich deine Therapeutin bin und du die Panikattacke hast oder den Angstzustand hast und wie ich darauf reagiere, als Therapeutin, ich habe mir das nicht zurechtgelegt, sage ich nochmal dazu, für alle, die neu hier dabei sind, sondern ich mache das ganz spontan und imaginiere, also ich stelle mir vor, dass du mir gegenüber sitzt und eben diesen Angstzustand mitbringst. Also es gibt so viele unterschiedliche Arten, methodische Zugänge, therapeutische Schulen. Es gibt hier nicht die eine goldene Methode, den einen goldenen Weg, der Gold richtig ist und alle anderen werden falsch. Das möchte ich nur vorausschicken. Das müsste ich eigentlich bei jedem einzelnen Face-to-Face-Video und bei jeder einzelnen Psychotherapie-Simulation nochmal neu sagen. Aber jetzt steigen wir auch schon ein. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wenn du vielleicht Anmerkungen in die Kommentare unten machst nach diesem Video, wie die Simulation auf dich gewirkt hat, ob du jetzt vielleicht weniger Angst hast vor Psychotherapie, ob du vielleicht etwas Neues über eine therapeutische Herangehensweise gelernt, erfahren hast. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Ich sage es jetzt nochmal, E-Mails kann ich leider nicht bearbeiten. Das würde meinen Zeitaufwand einfach überstrapazieren. Ich arbeite ja auch mit realen, ohne Anführungszeichen, mit wirklichen Klientinnen und Klienten ganz dicht und ganz viel. Und deswegen hast du sicher Verständnis dafür, wenn sich meine Kommentare auf das Kommentieren deiner Kommentare beschränken. Weiterhin, so haben wir es ja bisher auch sehr erfolgreich gehalten und damit sind auch viele zufrieden. Schreib deswegen in die Kommentare, wenn du ein Anliegen an mich hast. Da werde ich früher oder später, so früh wie möglich natürlich, so bald wie möglich reagieren. Und wenn es ich nicht kann, so ist der Vorteil auf diesem Kanal durch die tolle Community, dass andere darauf reagieren und du auch vom Erfahrungsschatz anderer Zuschauerinnen und Zuschauer, Abonnentinnen und Abonnenten dieses Kanals profitieren kannst. Los geht's in die Simulation. Du bist jetzt auf meiner Couch, in meinem Psychotherapie-Klientensessel. Stell dir das mal vor, atme durch, lass die Bauchatmung fließen. Beim Einatmen hebt sich die Bauchdecke leicht nach außen und beim Ausatmen wölbt sich die Bauchdecke leicht nach innen. Du kannst es überprüfen, indem du eine Hand auf deine Bauchdecke legst und die andere Hand auf die Brust. Das ist jetzt noch nicht die Simulation gewesen. Es war nur die Einstimmung. So. Also mir gegenüber sitzt du oder sitzt halt ein Klient, der ein Problem hat. Wir steigen mitten in eine Therapiesitzung ein. Wie geht's Ihnen jetzt? Das macht ihnen Angst. Sie haben Angst. Wo spüren Sie die Angst in Ihrem Körper? Oder was ist das für ein Gefühl? Können Sie mir das ein bisschen beschreiben? Ist das möglich oder ist die Angst so groß? Da. Okay. Und ein Druckgefühl hier? Ja, das hilft mir schon weiter. Wo ist denn die Angst noch im Körper verortet? Wollen Sie ein Glas Wasser? Ich kann Ihnen eins holen. Nicht. Jederzeit, ja? Natürlich. Ja. Sie haben Angst vor... Was ist das für eine Angst? Wissen Sie es? Wissen Sie es gar nicht? Ist das jetzt das erste Mal aufgetreten? Nicht.
Wenn Sie das fragen, jetzt stört oder wenn jetzt akut Bedarf ist, dass wir mit Ihrer Angst arbeiten, wenn das so eine Art Panik. Keine Panik. Okay. Sie würden es mir sagen. Okay, das ist wichtig zu wissen, ja. Also, wenn Sie das Gefühl haben, eine Panikattacke hier in der Sitzung zu haben, ist das kein Problem. Das will ich Ihnen gleich mal vorausschickend sagen, ja. Es ist vielleicht sogar, das hört sich jetzt schräge für Sie an, ich weiß, es hört sich sehr paradox aus dem Mund Ihrer Therapeutin, aber es ist auch eine Chance. Wir können ja mit Ihrer Panik dann auch arbeiten. Wissen Sie, was ich meine? Ansonsten erzählen Sie es mir theoretisch. Sie haben es mir ja schon mehrmals versucht, theoretisch aufzuschlüsseln, wann die Panik entsteht, wo sie entsteht, unter welchen Bedingungen. Insofern ist es kein Desaster, wenn jetzt hier eine Panikattacke entstehen würde. Ja? Ich will das jetzt auch nicht heraufbeschwören in keinster Weise, ja, weil das ist sehr unangenehm für Sie, das weiß ich schon. Es ist eine Panikattacke, okay, Sie wollten mich quasi schonen. Verstehe. Sie wollten mich, ja, ich verstehe schon, Sie wollten mich schonen. Das heißt, Ihre Panik ist gar nicht mehr nach außen hin sichtbar, Sie kaschieren sie, Sie überspielen sie schon so gut. Kann ich Ihnen jetzt helfen, aus dieser Panikattacke? Also ich finde es toll, wenn Sie jetzt hier bleiben. Wenn es Ihnen möglich ist, geht das. Sie können auch rausgehen. Kein Problem. Sorgen Sie gut für sich. Spüren Sie jetzt, was Sie brauchen. Vielleicht können Sie mir auch helfen. Was würde Ihnen jetzt hilfreich sein? Wie sollte ich mich jetzt verhalten? Weil wir hatten ja schon mal im Ansatz so, wir haben ja diese Entspannungsübungen gemacht, diese Atemübungen. Sie wissen ja, es ist immer die Atmung. Durch die beschleunigte Atmung, genau. Es beginnt, hat auch so begonnen jetzt, mit dem Brennen, mit dem Ziehen hier in der Herzgegend. Darüber zu reden hilft. Oder ist es jetzt belastend zusätzlich? Nein, dachte ich mir, dass es sie ablenkt, ja, dass es sie aus diesem Kreislauf, aus diesem Teufelskreis der Angst, sagt man ja auch, herausholt, mit mir in Kontakt zu sein, Augenhöhe, Entschuldigung, Blickkontakt wollte ich sagen, auf Augenhöhe natürlich. Das hilft gut. Und es irritiert sie nicht, wenn ich Fragen stelle, okay? Ja, dann wäre es jetzt eine Chance, einfach die Panikattacke gemeinsam, wenn man so sagen kann, zu durchleben und eine gute Erfahrung letztendlich zu machen, weil sie mit mir in Kontakt bleiben während ihrer Attacke. Wichtig ist, dass sie jetzt mal wieder in einen normalen Atemrhythmus kommen, damit wir uns unterhalten können darüber, ja? Also jetzt ist erstmal wichtig, in den normalen Atemrhythmus hineinzukommen. Ich bin da, ich mache Ihnen keinerlei Druck, fühlen Sie sich bitte völlig unbelastet. Das hört sich jetzt auch wieder komisch an, weil ich ja da sitze, aber es hat nichts Lauerndes, wenn ich so sagen darf. Mein Dasein, Sie kennen mich, ja. Ich bin für Sie da. Ich gehe mit Ihnen durch die Angst hindurch. Ich verstehe Ihre Angst, auch wenn Sie es selber nicht greifen können. Es ist ja wie so ein Tunnel, haben Sie mir mal gesagt, ne? So ein Nebel. Ich begleite Sie in Ihrer Angst jetzt. Machen wir es so? Und wenn Sie bereit sind, sagen Sie mir einfach, wie es Ihnen gerade geht, ja? Was Sie gerade sehen, spüren, riechen, schmecken, was immer da an sinnlichen Qualitäten ist. Also wenn Sie einen Geschmack im Mund haben, wenn der Druck zunimmt, abnimmt, versuchen Sie mir, wann es geht, eine Information zu geben. Ja? Wir sind in einer Seilschaft, das ist so wie bei der Bergbesteigung, Sie sind nicht alleine. Ich bin für Sie da. Es geht nur um Sie jetzt. Und Ihre Angst ist da wie ein Schutzprogramm. Ihre Angst will Ihnen auch irgendetwas, wenn man so sagen kann, so, Ihre Angst will Ihnen auch etwas mitteilen. Es ist sozusagen ein Signal aus Ihrem Unterbewusstsein. Könnte doch sein.
ihr Unterbewusstsein etwas abgespeichert hat vielleicht und ihre Angst ein Symptom, ein Zeichen ist, ein Ausdrucksmittel für etwas in ihrem Inneren, das anders nicht spürbar wird als eben in Form dieser diffusen Angst, die dann eben, wenn die Atmung dazu kommt, dieses Luftanhalten, dieses Druckgefühl dann entsteht, dieses Brennen oder Ziehen in der Brust. Ja, genau. Es geht schon besser. Ja. Ich bin da, ja. Wenn Sie meine Hand berühren wollen, das darf sein, ja. Oder wenn ich Ihre Hand berühren soll. Sie sagen, was Sie sich wünschen jetzt in dieser schwierigen Phase, in der wir jetzt beide gemeinsam sind. Jetzt kommen Ihnen die Tränen. Ihr Herz schlägt ganz wild. Ja, Sie wissen ja. Bitte. Nehmen Sie sich ein. Es ist gut, wenn es herauskommt. Sie konnten schon lange nicht weinen. Nein, Sie brauchen sich nicht zu schämen oder auch nicht zu entschuldigen. Es ist gut so. Ich bin jetzt auch berührt, weil sich da was öffnet, spürbar, in Ihrem Inneren. Ist es möglich, dass sich jetzt gerade was öffnet, dass ich das richtig spüre? Spüre ich da was von Ihnen oder? Schön. Ist doch ein schöner Moment. Die Angst ist noch immer da, ja? Eine vertraute Begleiterin, diese Angst für Sie. Kann das sein? Seit wann ist das Ihre vertraute Begleiterin, wenn ich so sagen darf? Klingt ein bisschen weird, ja? Ja, ich versuche einfach die Angst zu verstehen, emotional, damit Sie wieder besser in Kontakt mit sich sind und einfach spüren, was da in Ihnen vorgeht, woher das kommt. Sie können sich's ja nicht erklären und das macht ja zusätzlich hilflos und ohnmächtig und ängstlich. Sich nicht erklären zu können, was damit mit Ihnen gerade passiert. Es ist wie eine Entladung. Das heißt, da ist sehr viel aufgestaut und das Weinen und die Angst sind wie eine Entladung. Ja, es ist Ihnen wichtig, dass ich Sie nicht bewerte. Nein, ich bewerte Sie nicht. Sie können sich da ganz, ganz sicher sein, ich bewerte Sie nicht und ich denke auch nicht im Hinterkopf irgendetwas Fieses, wie Sie manchmal befürchtet haben. Nein. Ganz bestimmt nicht. Ich habe Hochachtung vor Ihnen, dass Sie mir dieses Vertrauen jetzt schenken und wir diese intensiven Momente hier teilen. Geht's wieder? Dann mal durchschnaufen, ja? Jetzt ist die Attacke vorbei, sagen Sie, okay? Mal richtig durchschnaufen. Richtig so ausatmen. Also zuerst tief einatmen, Bauchatmen und ausatmen. Mit einem Seufzen vielleicht. Okay? Richtig rauslassen, die ganze Anspannung, die jetzt da war. Sie atmen tief ein. Und raus. Seufzen Sie ruhig laut auf. Ist okay, ist gut so. Mache ich auch manchmal. Hier gibt es keine Kameras und Sie werden hier nicht beobachtet. Auch nicht von mir. Ich habe keinen Forscherblick auf Sie. Ich bin für Sie da. Ich bin Ihre Therapeutin. Ich bin Ihr Resonanzkörper. Ich spüre auch, was Sie spüren. Ich fühle mit. Ja? Und wenn ich mich mal täusche, dann korrigieren Sie mich. Ich melde Ihnen ja rück, was Sie in mir auslösen. Und jetzt war es eine tiefe Betroffenheit, dass Sie sie ausgelöst haben. Ich bin sehr berührt davon, dass wir so intensive Momente verlebt haben. Geteilt haben. Wie geht's Ihnen jetzt?
die Standardfrage hier, aber Sie wissen, wie ich es meine. Ich meine es wirklich so, wie ich sage. Wie geht's Ihnen jetzt? Spüren Sie hin. Ein Gemisch aus erleichtert und angestrengt, erschöpft. Ja, Gefühle sind manchmal ganz schön heavy. Jetzt hatten Sie ganz intensive Gefühle. Und Sie haben sie mir ohne viel Worte dargelegt. Ich habe es miterleben dürfen, sage ich sogar. Das ist ein großer Vertrauensbeweis, ein Geschenk für mich, dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen. Nein, ich rede jetzt in keinster Weise die Panikattacke schön. Nein, das tue ich nicht. Es geht darum, dass wir es einfach so stehen lassen. Ja? Wir müssen es nicht gleich reparieren. Wenn man auf einer Bergwanderung einen Abgrund hat, dann kann der Guide, dem man sich anvertraut auf der Bergwanderung, ja auch nicht den Abgrund abschaffen, aber er kann verhindern, dass sie sich hinunterstürzen oder hineinfallen in den Abgrund. Genauso kann ich verhindern, dass diese Panik, diese Angst sie komplett verschlingt, indem ich ihnen einfach zurede, sie motiviere, weiterzugehen auf unserem gemeinsamen Weg aus der Angst hinaus. Wollen Sie das machen? Wollen Sie mit mir aus der Angst hinausgehen? Wollen Sie mir folgen auf diesem Weg? Darf ich ein paar Schritte vorausgehen? Ist schön. Ja, wobei ich sagen muss, jetzt ist, glaube ich, nicht die Zeit, vorauszugehen. Jetzt würde ich eher dazu tendieren, bei Ihnen zu bleiben und erstmal sacken zu lassen, das, was heute passiert ist. Sie sind ja ein bisschen gestürzt, aber Sie sind auch nach vorne gefallen, ja? Auch wenn Sie es jetzt nicht so erleben, aber dieser Sturz ist kein Absturz. Die Panikattacke ist kein Absturz, sondern die Panikattacke ist etwas, das Ihnen etwas aus Ihrem Innersten, aus Ihrem Unterbewussten signalisiert. Und da jetzt zu verstehen, was ist die Botschaft meines, also Ihres Unterbewusstseins an Sie? Ja, da kann ich Ihnen gerne behilflich sein. Wie wir dahinter kommen? Große Frage. Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit zusammen gemeinsam erkunden, erforschen, würde ich vorschlagen, wenn Sie dabei sind bei diesem Projekt. Okay. Sie haben das Gefühl, Sie können die Angst nicht so einfach loslassen, weil das schon immer so war oder schon so lange so ist, dass Sie diese Panik haben. Immer wenn irgendwas Sie ohnmächtig macht, Sie das Gefühl haben, der Situation nicht gewachsen zu sein, zu versagen. So denken sie dann über sich und dann kommt die Panik. So wie ein Atemstillstand. So ein okay. Aber sie können es nicht steuern. Ja, das ist ja das Problem. Das ist dieser Abgrund, von dem ich gesprochen habe, in den sie es dann fast hinunterzieht. Ne? Wenn man zu sehr in die Tiefe schaut, zieht es einen in die Tiefe hinunter. Deswegen würde ich vorschlagen, gucken wir woanders hin. Gucken wir nicht in den Abgrund. Erforschen wir die Angst jetzt erstmal nicht. Sie ist ja nur ein Symptom. Man spricht auch von Symptomsprache. Gucken wir mal voraus. Ja? Was könnten wir heute noch besprechen? Was haben Sie mir ursprünglich mitgebracht, an dem Sie jetzt oder an der Besprechung dessen Sie Ihre Angst, die Panikattacke gehindert hat? Was würden Sie gern mitnehmen aus dieser heutigen Sitzung? Ihre Traurigkeit dalassen bei mir. Sie sind so traurig. Darf das sein, dass Sie traurig sind? Oder gibt es da etwas in Ihnen, das sagt, nein, ich darf nicht, ich will nicht traurig sein, ich will funktionieren? Ich falle jemand zur Last. Sie fallen hier in diesem Rahmen niemanden zur Last. Das ist die gute Nachricht. Cut, meine Lieben. Ich steige jetzt mal aus der Sitzung aus und spreche nochmal mit dir darüber, was das jetzt war. Es war natürlich gerafft dargestellt. Ich würde in einer wirklichen Psychotherapiesitzung, wo jemand eine Panikattacke hat, langsamer vorgehen, weitaus langsamer.
Aber es kann sich durchaus ein solcher Dialog ergeben, wenn die Panikattacke natürlich so extrem krass ist, dass kein Dialog, kein Gespräch mehr möglich ist, dann würde ich als Therapeutin darauf Bezug nehmen und wirklich gucken, welche Skills können wir anwenden. Ja? Aber hier geht es eher darum, die Panikattacke zu durchleben, so wie wenn du auf einer Bergwanderung durch Karstlandschaft gehst, wo nur Fels, Stein ist, wo du jeden Fuß behutsam aufsetzen musst, weil du sonst unter dir bröckelt und du stürzen könntest, du fallen könntest, du dir wehtun könntest. Also wir laufen hier wie auf Eggshells sozusagen in dieser Sitzung, sage ich jetzt retrospektiv, also rückblickend. Ich habe versucht, einfach stabilisierend zu wirken und die Person daran zu gewöhnen, dass sie nicht allein ist, dass ich mitfühle, dass ich mit dabei bin und dass sie so leichter durch die Panik hindurchkommt. Ich wollte die Panik bewusst nicht sofort beseitigen, sozusagen die Sitzung davon säubern, sondern die Panik bewusst ernst nehmen und damit arbeiten und dennoch in Kontakt bleiben und der Person, der Klientin oder dem Klienten zur Erfahrung verhelfen, dass die Panik nichts ist, um in Panik zu geraten. Also um in wirkliche Todesangst zu geraten, in wirkliche existenzielle Not zu geraten. Und so habe ich versucht, diese Außenstation zu sein, die der Patient in sich selber nicht hat, wenn er in Panik gerät. Diese Ankerstation, wo man sich eben verankern kann im Hier und Jetzt in der Realität. Natürlich kann man auch körperbezogene Psychotherapie hier machen, zeige ich gerne im anderen Video. Freue mich über deine Kommentare, deine Erfahrungen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Freue mich auf dich. Thank you.